denn gesagt? Kein Geburtstag, hm? Ich habe ihn ja noch nicht einmal richtig gratuliert. Blitz. Ja. Ich hatte Glück. Ich habe sie noch bekommen. Ah. Wissen Sie, wie ich mich freue? Ja, habe ich Glück gehabt, dass Sie Glück gehabt haben. Sie wissen ja, wie ich mich freue, wenn Sie sich freuen. Ich dachte, Sie beide sind befreundet. Haben Sie sich zerstritten? Das ist wegen Angela. Angela? Jetzt müssen wir aber in den Saal, sonst ist der Dirigent eher an seinem Platz als wir. Wer ist denn Angela? Häppchen! Morgen. Wie? Guten Morgen, Herr Kollege. Ja, ganz meinerseits. Ich komme. Na, wo bleiben Sie denn, Häppchen? Ich denke, wir fangen heute später an. Ich habe die Patienten noch so bestellt. Na, die werden sich nicht drum reißen, früh auf den Stuhl zu müssen. Na, müssen Sie nicht schon beim Oberarzt sein? Dazu komme ich noch früh genug zu spät. Aber Doktor, Sie bei Ihrer sprichwörtlichen Pünktlichkeit. Wo sind Sie denn dagegen gekommen? Warten Sie, ich gebe Ihnen einen neuen Kittel. Ich gehe doch nicht zur Modenschau. Trotzdem. Na, was sag ich denn da nun? Ja oder was? Doktor, es wird Ihnen nicht gelingen, mir Ihre Entscheidung aufzubürden. Und Sie meinen, das habe ich vor? Außerdem kennen Sie den Stadtbezirksrat. Herr Albrecht war bei uns in Behandlung. Albrecht? Keine Erinnerung. Ja, vor 10 Jahren. Eine Tangentialbrücke mit 2 Kronen und Zwischenglied. Häppchen, Sie haben ein Gedächtnis. Nein, eine Kartei. Warum sagen Sie, wenn er unterschreibt? Der Wert ist, der Wert ist. Wenn es gelingt, ihn an seine mündliche Zusage zu erinnern, dann ist er ein Mann von Wort. Warum sollte er sich nicht erinnern wollen? Wir haben seine horizontale Position nach dem Sturz von einem Pferd ein wenig genutzt, um diese Zusage zu erhalten. Sie meinen, Kollege Wittkugel ist etwas kompliziert zu nehmen. Dann sollten wir gemeinsam die Argumente abstimmen. Ja, der Kern seiner Wünsche ist erstens Handlungsfreiheit im Rahmen seiner Verantwortlichkeit. Na, hören Sie, das muss er doch nicht fordern. Wo kämen wir hin, wenn wir auf der Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeit nicht geradezu bestehen würden? Weiter. Zweitens, er möchte eine versierte Fachkraft an seiner Seite haben, sprich in der zweiten Praxis, und seine Ansprüche, die sind hoch. Mit Recht, er ist ein exzellenter Fachmann. Er hat mir selbst vor Jahren eine ausgezeichnete, aber das gehört nicht hierher. Nein. Und drittens, er möchte angemessen mit Wohnraum versorgt werden. Das werden wir doch, Kollegin Weise, oder? Natürlich, ja. Er ist alleinstehend, ja? Mit Tochter, aber die studiert in Rostock, 2 Personen, also. Nein, wie ich hörte, werden es 3. Ja, wird der Vater. Das geht ja nicht. Nein, Großvater. Verständlich, also sein Wunsch nach genügend Wohnraum. Und er gibt ja auch eine geräumige Wohnung auf. Morgen allerseits. Keine Minute zu spät, aber auch keine zu früh. Ich kann meine Uhr nach innen stellen. Und was machen Sie, wenn ich im Urlaub bin? Das ist die Kollegin Weise, Genosse Albrecht, unser Stadtbezirksrat. Der Doktor und ich, wir kennen uns. Stimmt's? Hm? Ich habe keine Erinnerung, da müssen Sie schon mal den Mund aufmachen. Ah ja, jetzt weiß ich. Ja, vor 10 Jahren. Eine Brücke und 2 Überkronungen, ne? Donnerwetter. Ein Gedächtnis haben Sie? Na, da ist ein kleiner Trick dabei. Aber der wird nicht verraten. Sie sollten sich mal wieder bei mir sehen lassen. Ich muss den Kronenanschluss überprüfen. Aber Sie kommen wohl nicht mehr zu mir in die Behandlung. Das ließe sich ja wohl ändern, Kollege Wittkugel, darf ich doch wohl sagen. Ja. Vielleicht bin ich der erste neue Patient in der eröffneten Doppelpraxis. Womit wir glücklicherweise beim Thema angelangt wären. Ich hoffe, Sie sagen zu unseren Vorschlägen nicht gleich nein. Na, dazu müsste ich Sie ja erst einmal hören. Also, Kollegin Weise, und berücksichtigen Sie, dass der Doktor eine Tochter hat.
Familie. Und wenn ich Familie sage, dann meine ich das auch. Na, wie auch immer, kollegenweise. Also, übermorgen kommt der Möbeltransport, um den Inhalt der Räume auf dem Speicher zu deponieren, damit spätestens am Montag die Installation beginnen kann. In der Zeit, in der der Doktor im Hotel wohnt, klären wir den Wechsel des Wohnraumes. Es wird sich um eine moderne Dreiraumwohnung handeln. Also ich denke nicht daran, in irgendwelchen Hotelvorhängen herumzugeistern. Ja, aber lieber Kollege, irgendwo müssen Sie ja wohl vorerst einmal untergebracht sein, ne? Ja, das lassen Sie mal meine Sache sein. Von mir aus fangen Sie an, in meiner Wohnung die Wände durchzustemmen. Ich werde schon unterkommen, keine Sorge. Ja, dann sind wir uns also im Prinzip einig. Ja, das ist das Schöne am Prinzip, nicht? Mhm. Wenn man sich sonst nicht einig sein kann, im Prinzip ist man es bestimmt. Wer übernimmt denn das Labor? Wer auch immer, es wird eine versierte Fachkraft sein in einem günstigen Arbeitsfeld für praxisnahe Ausbildung. Aha, also ein Großlabor mit zwei Zahnärzten zum Üben. Ja, wieder. Sind wir uns denn nicht einig? Wie kommen Sie denn darauf? Natürlich sind wir uns einig. Das Ganze geht ja schließlich auf meinen Vorschlag zurück, nicht wahr? Ja, naja, dann kann ich wohl gehen, meine Patienten warten. Ja, aber natürlich, Kollege. Ja. Und Sie denken an die Brücke, nicht wahr? Ja, ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Erfolge gehabt? Immer. Fragt sich bloß wer. Und womit? Frühstück ist fertig. Ich habe den Kaffee unter der Mütze warm gehalten. Warum frühstücken Sie denn nicht längst? Ich habe auf Sie gewartet. Ich habe jetzt keinen Appetit. Lassen Sie es gut schmecken. Na nicht, liebe Tante, heiraten wir den Onkel, ist auch ein schöner Mann. Wer? Sie haben wohl nichts anderes im Kopf. Was? War doch nur Spaß. Nee. Wie ist denn das passiert? Na, weil ich doch in Greifswald zum Angeln war. Konnte man sie dort nicht leiden, oder wie? Na, da hatte doch einer angebissen. Ich war mit dem Boot draußen. Alleine. Und da war ein Ruck und die Schnur läuft nur so von der Angel. Bestimmt der größte, den ich je dran hatte. Und das war ein Bursche. Und die Schnur läuft und läuft. Ja, Moment mal, schwimmen die denn nicht? Na, unterbrechen Sie doch jetzt nicht, Häppchen. Ich bin doch so gespannt, wie ein Fisch ihm die Zahnsammlung durcheinander bringen konnte. Also nun weiter. Läuf und läuf. Na, also ich hatte doch nur 100 Meter auf der Rolle. Und der Anker war noch drin. Ich also die Angel zwischen die Zähne und den Anker mit den Händen hoch. So schnell hatte ich den noch nie oben. Ja, und da riss Ihnen der Fisch die Angel aus den Zähnen. Ich weiß, was ist ja eine Mordskarausche gewesen. Das war doch ein Esops. Aha. Ein Hecht also. So ein Bursch! Ja, oh, ja. Na, als ich den nach einer knappen halben Stunde am Kahn hatte, da habe ich ihn gesehen. Ja, da hat er ihn dann... Nein, da ist er mir doch... Und das Boot... Und weg war. Das kommt mir aber spanisch vor. Nein, es ist Latein, Häppchen. Anglerlatein, mit dem man uns einen Bären aufbinden will. Denn um den Fisch an den Dampfer zu bekommen, da müssen Sie ja erst die Angel aus dem Mund genommen haben. Natürlich. Na ja. Na, dabei ist es ja auch gar nicht passiert. Hier in Berlin habe ich das Erlebnis erzählt und mit einem Billardstock gezeigt, wie ich das gemacht habe. Na ja, und da? Da habe ich mich umgedreht. Oh, na ja. Na, da wollen wir mal sehen, was da noch zu retten ist, nicht wahr? Und in Zukunft demonstrieren Sie Ihre Angelabenteuer mal mit einem Bleistift oder so, nicht wahr? Häppchen, schauen Sie mal auf Ihren Schreibtisch, vielleicht haben Sie noch so ein Ding übrig, nicht wahr? Aber das wäre der Fisch meines Lebens gewesen. Ja, ja. Sie werden ja auch ein Leben lang ein Andenken an ihn behalten. Nicht wahr? Nochmal auf, bitte. Ja. Häppchen, ja, da muss Opitz ran. Ja. Und auf die Krone soll ich ihm ein Hecht gravieren. Danke. Packen und nicht lesen. Hören Sie mal den Spruch. Wer Gutes will, der sei erst gut.
Freude will, besänftige sein Blut. Wer Wein verlangt, der kältere reife Trauben. Wer Wunder hofft. Der glaubt daran, dass sie jetzt auch die Arbeit machen, die nötig ist. Das ist Faust, Häppchen. Ja, ja. Faust hin, Faust her. Rühren Sie lieber Ihre Hände, Doktor. Häppchen. Warum erhebt sich unser eine in die hehren Sphären der Natur? Da ziehen Sie doch schon wieder in die Mühen des Alltags zurück. Wenn der Möbelwagen vor der Tür steht, dann nützen Ihnen die hehren Sphären nichts. Lediglich die fertig gepackten Kisten. Die schönen Möbel. Das kommt nun alles auf den Speicher. Nein, nein, nicht alles. Besser als unter die Kreissäge. Na gut, Doktor, dass Sie so eine robuste Natur sind. Dann gönnen wir uns eine kleine Pause, Häppchen. Hm? Kommen Sie, kommen Sie. In diesem Zimmer haben wir immer die Kindergeburtstage gefeiert und... Nun wollen wir doch nicht sentimental werden, Häppchen. Jetzt sollen hier fremde Menschen ein- und ausgehen. Fremde Menschen. Patienten, Häppchen. Patienten sind doch keine fremden Menschen. Ja. Da haben Sie recht. Glauben Sie nur nicht, dass mir die Umstellung leicht fällt, Häppchen. Aber nehmen Sie doch die ganze Geschichte mal von der positiven Seite. Eine stomatologische Poliklinik ist doch eine segensreiche Einrichtung, nicht wahr? Nur, dass wir beide dafür nicht geschaffen sind, oder? Das mag wohl sein, ja. Das mag wohl sein. Das ist so. Aber selber haben wir gesagt, lieber leiden Sie unter dem Tyrannen Wittkugel, als dass Sie heute mit diesem und morgen mit jedem Zahnarzt arbeiten. Also das Wort Tyrann, das habe ich nie gebraucht. Na nee, 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 aber das wurgelt so ein bisschen in Ihrer Seele, nicht wahr? Naja, aber wir kehren ja sozusagen wieder nach Hause zurück. Ich kann es doch auch nicht mehr ändern, Häppchen. Die Idee ist nur einmal so mir aus dem Gehege der Zähne gefallen und kann ich da nicht mehr zurück. Wenn ich wollte. Ich kann doch nicht zurück. Oder? Nein, das können Sie nicht. Na also. Denken Sie übrigens über Frau Strobusch. Ist das auch schon entschieden? Entschieden? Entschieden ist noch gar nichts. Außerdem habe ich da ja noch ein gewichtiges Wort mitzureden. Ja, eben. Was bedeutet dann wieder dieses eben? Muss es denn unbedingt eine Zahnärztin sein? Nein, muss nicht. Kann aber. Ja, ich weiß nicht. Geht denn das auf die Dauer gut? Ich denke da nur an Ihre Zusammenarbeit mit Frau Dr. Post. Zusammenarbeit, ja, das ist ein hübscher Ausdruck dafür. Ich glaube, Dr. Bauer wäre glücklich, bei Ihnen am zweiten Stuhl arbeiten zu können. Ein Mann kommt mir nicht in Ihre Nähe. Eifersüchtig? Ich? Auf Frau Strobusch? Aha. Hm? Ja. Ich bin ja auch nicht für Frau Strobisch. Sie ist mir so unsicher. Und ich möchte mich sicher fühlen, dass hinter der Nachbartür bestens gearbeitet wird. Den gibt's ja gar nicht, an dem Sie nichts auszusetzen hätten. Ich denke da nur an Herrn Opitz. So bin ich ja gar nicht. Aber die Wände werden neben allem einerlei wieder schöne Geschichten erleben. Wie zum Beispiel dieser Walfischfänger heute. Es war ein Hecht, hat er gesagt.
Da sagt er eben. Ja, ja. Eine Sage. Wenn wir so fleißig weiterarbeiten, dann schaffen wir es bestimmt nicht. Nein, nein. Bestimmt nicht. Dann wollen wir nur, oder? Na los. Die Kiste muss in den Flur. Ah. Übrigens werden Sie morgen mit Frau Strohbusch arbeiten. Passen Sie auf, Häppchen, ich hätte beinahe meine Füße noch drunter gehabt. Ja, schade. Nun fahren Sie doch nicht gleich von der Startrampe. Ich habe Sie diesmal nicht verborgt. Ich habe Urlaub genommen. Ja. Ich fahre zu Sabine. Ich habe etwas ganz Wichtiges mit meiner Tochter zu besprechen. Natürlich arbeite ich mit Frau Strohbusch. Natürlich. Na ja. Also. Und hey. Der Name ist also Stopp. Ja, Klaus Peter, aber dafür kann ich nichts. Nehmen Sie doch Platz. Ja, was haben Sie sich denn nun so vorgestellt, was Sie hier in Ihrem Praktikum machen werden? Naja, so das Übliche und dann werde ich mich mit der DEZ beschäftigen. So viel Zeit wird schon bleiben. Ach, Sie haben ein Hobby. Das ist gut, das schafft produktiven Ausgleich. Was ist denn das? Digitalisierte Erfassung von Zahnersatz. Ein einheitliches System, das ermöglichen wird, für jeden Zahn einen identischen Ersatz zu schaffen, der dann nicht mehr einzeln nachmodelliert werden muss. Ah, also kein Modellieren, kein Abgießen mehr. Ich dachte gerade, das wollten Sie ja lernen. Ja, werde ich schon. Aber die Zukunft liegt dann im DEZ, glauben Sie mir. Jeder Zahn wird dann Scheibe um Scheibe in einem Zahlencode gespeichert. Computerzeitalter. Also Scheibe um Scheibe. Jeder Zahn? Ja, dreidimensional. Naja, dann fangen Sie mal an. Mit dem vorsintflutlichen Wachs an der Restscheibe von Zahn eine Krone aufzubauen. Wie ist das? Mm-mm. Tut das sehr weh? Es geht. Tja, das Beste wäre natürlich Extraktion. Der Doktor hätte erhalten. Ja, das ginge auch. Ja, nicht wahr? Gut, wir werden es versuchen. Ich habe aber keine Angst vor dem Zahnziehen. Ich werde nicht ziehen, nur ein wenig bohren. Wir wollen aber trotzdem etwas betäuben, eine Zylonor-Schwester. Der Doktor hätte auf Anästhesie verzichtet und in der ersten Sitzung nur ganz wenig Material weggenommen und eine Zinkoxid-Eugenol-Einlage gemacht. So, das wär's für heute. Bitteschön.
Der nächste Termin steht auf der Bestellkarte. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Heute werden Sie es mit mir noch aushalten müssen. Morgen ist ja dann Ihr Doktor wieder da. Frau Strohbusch, ich möchte mich entschuldigen. Frau Happmeier, Sie sind mir wirklich eine ganz große Hilfe. Aber tun Sie mir bitte den Gefallen und beschränken Sie sich auf Ihren Bereich. Hm? Ist gut. Der Nächste kann kommen. Darf ich fragen? Papa! Tschüss! Ja, was? Aber Kleines, was ist denn? Na nun. Brauchst du ein Taschentuch? Mm-mm. Ich hab selber eins. Ein sauberes. Will jemand Kaffee trinken? Mm. Ich kenne eins da hinten. Aha. Wie läuft es jetzt mit dem Studium? Besser. Pardon, die Damen. Bei mir sind zwei Möbelträger. Die suchen eine befugte Person mit Schlüssel für die Wohnung von Herrn Bittkugel. Ach, das habe ich glatt vergessen. Die Schlüssel habe ich. Darf ich mit? Ja, gehen Sie nur. Ich komme zur Not auch allein zurück. Ja, dann haben Sie doch sozusagen die Schlüsselgewalt, Frau Habmeier. Das Schlüsselbund war im Mittelalter das Ehestandszeichen für die Frau Meisterin. Ja, aber so ist das nicht. Er hat mir die Schlüssel nur gegeben, weil er heute in Rostock ist. Ja, ich weiß. Bitte kommen Sie. Sie denn? Wer? Deine letzte Arbeit. So, Stomatitis unter dem Aspekt. Ach, hier liest doch selber. Zeig mal. Ja, das ist ein blödes Thema, ja. Blöd oder nicht blöd. Ich bin jedenfalls froh, dass ich es bewältigt habe. Die Vergangenheit besser als die Gegenwart. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Studium und Leben. Im Leben ist es wichtig, dass man die Gegenwart bewältigt, nicht wahr? Aber dafür ist ja jetzt der Opa da, nicht wahr? Aber das dauert doch noch eine ganze Weile. Ja, das weiß ich ja. Und man sieht ja auch noch nichts. Ja. Aber dafür sieht dein Vater klar, wie es in Zukunft sein wird. Und darauf trinken wir jetzt einen Schluck Wein. Papa, ich habe aber heute noch was zu tun. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, was darf es sein? Was möchtest du? Ich nehme Eis. Was darf sein? Erdbeer, Mandarinen oder Ananas? Mandarine. Sehr gerne. Und Sie bitte? Ich nehme Eiskaffee, bitte. Bitte. Muss denn diese heftige Arbeit sein? Zumal dein Vater jetzt zu Besuch ist. Du bist unangemeldet gekommen. Ich habe doch auch meine Zeiteinteilung. Naja. Ach ja, ne? Den Jürgen habe ich ja hergescheucht. Ne? Na, wie steht's denn nun zwischen euch beiden? Normal. Na, wie? Normal gut oder normal schlecht? Wir betrachten alles mit Gelassenheit. Das ist ja unglaublich. Ich meine, wenn ja bei der Extraktion mal eine Wurzel abbricht, das kann man notfalls noch mit Gelassenheit hinnehmen. Aber wenn ein Kind geboren wird... Was regst du dich so auf? Großvater wirst du doch auf jeden Fall. Die Eisbecher bitte. Danke. Und ein Eiskaffee für Sie. Ja, schönen Dank. Bitte sehr. Sabine? Tag. Tag. Weißt du, wer am Freitag die Mitschrift für die erste Vorlesung gemacht hat? Nee, das weiß ich auch nicht. Und was mache ich denn da? Ich habe gleich Seminar. Na ja, wenn Sie nichts wissen, dann muss Ihnen ja manches unklar sein. Stellen Sie Fragen, die keiner beantworten kann. Die Wissenschaft ist durch Fragen weitergekommen. Danke, auf den Arm nehmen kann ich mich alleine. Na, du kannst Ratschläge geben. Wieso denn? Das hat mich manchmal gerettet. Aha.
Bloß klug fragen muss man. Also gut, mach mit deinem Jürgen, was du willst. Das soll mich nicht weiter interessieren. Ja. Jedenfalls kriege ich eine neue Wohnung. Und da werde ich natürlich meine Ansprüche stellen. Die ganz anders aussehen, wenn ich alleine lebe oder ob ich eine Familie habe. Das ist ja klar. Ja, sicher, aber... Dem Jungen wird das an nichts fehlen. Wenn es ein Junge wird. Na, was soll es denn sonst werden? Es gäbe schon noch eine Alternative. Naja, das ändert ja nichts im Prinzip, nicht wahr? Stell dir einmal vor, du willst also noch ein Jahr hier in Rostock bleiben. Bitte, bitte sehr. Ja? Also Häppchen würde sich ja um den Jungen zerreißen, würden sie es ja. Die würden dir gar nicht wiedergeben. Ja, Papa, aber... Ja, die Möbel sind jedenfalls schon weg. Du hast die Wohnung aufgegeben? Na ja. Na, wo wohnst du denn jetzt? Das ist doch unwichtig. Na, wo schläfst du denn? Sabine, ein verträglicher Mensch wie ich hat immer ein Unterkommen bei Freunden. Und? Wissen die Freunde schon, was auf sie zukommt? Wie? Nein? Oswald! Ja, Sabine, da müssen deine schönen Blumen eben vor mir drin sein. Na, nun wirf die Schlüssel raus, Rossschlechter! Aua! Ah. Treffer! Was machst du in der Küche? Abendbrot. Fest oder flüssig? Heiß und nahrhaft. Bitte nicht zu heiß. Das vertragen nämlich meine Tiere nicht. Unterhältst du jetzt einen Privatzoo? Ich habe da allerlei Viehzeug gesehen. Ich vertrete einen Kollegen, der für Kleintiere zuständig ist. Ach so. Da draußen sind meine Gäste. Ich hoffe, du hast sie anständig begrüßt. Ich habe keine Zeit dazu. Ich muss ja schließlich kochen. Weil lieber nicht. Ich weiß, was du für ein Schlangenfraß produzierst. Inzwischen habe ich viel dazugelernt. Halte ich bei dir für ausgeschlossen. Ein hungriger Tierarzt sollte nicht spitzfindig sein. Du wirst schon sehen. Hat dir Häppchen beigebracht, stimmt's? Stimmt. Ich werde es nur mit 2 Gläsern Cognac verfeinern. Mit Biergläsern? Naja, ich muss jetzt in die Küche. Alexander! Wie kommst du dazu, in meiner Küche zu kochen? Na, weil doch dein Herd in der Küche steht. Wieso, Alexander? Ja, ich will deine Gastfreundschaft nicht missbrauchen. Das wäre ja ein ganz neuer Zug an dir. Na, wenn ich hier schon wohne, dann will ich mich auch irgendwie nützlich machen. Wenn du hier schon wohnst? Plappere doch nicht alles nach. Seit wann? Ab sofort. Hast du einen Einweisungsschein? Bitte. Leumundzeugnis. Naja, die Papiere sind soweit in Ordnung. Aber jetzt mal im Ernst, was soll das Theater? Es gab Zeiten, da hat dein Hirn schneller gearbeitet. Ich beobachte dich noch. Was wollte ich? Bin obdachlos. Du, wir haben da ein Mittel, das geben wir Pferden, wenn sie unruhig sind. Aber einen Teelöffel davon kannst du gefahrlos nehmen. Von unruhigen Pferden solltest du in meiner Gegenwart lieber nicht reden. Außerdem habe ich jetzt gar keine Zeit zu diskutieren, nicht wahr? Es bleibt mir alles an in der Küche.
Habe ich eigentlich die Größe ausgerechnet? Ich habe nichts gehört. Soll ich das wirklich vergessen haben? Ist dir nicht so schlimm. Dr. Baumann hat mich angerufen und ich habe ihm alles erklärt. Er ist ein höflicher Mann und ich weiß auch so, dass er mich grüßen lässt. Auch wenn Sie es vergessen zu bestellen. Mhm. So. Hat er sich bei Ihnen beschwert, weil er seinen vorsintflutigen Rasierapparat nicht mehr gefunden hat? Hatte. Mhm. Na und? Ich habe ihm geraten, um allen Streit zu vermeiden, Ihr Rasierzeug auch wegzuwerfen. Na, das sind ja Ratschläge. Dann erkundigen Sie sich mal, wo ich um diese Zeit einen neuen herbekomme. Amalgam-Unterfüllung. Im Hotelservice. Sie habe ich ja gar nicht gefragt. Hätten wir sehen sollen, wie was man mich empfangen hat. Geradezu rührend. Wie schön für Sie. Schön für ihn. Oswald ist richtig glücklich. Nun kann er sich doch wenigstens mit jemand in zusammenhängenden Sätzen unterhalten. Seine Patienten sagen ja nichts. Reicht's? Sei noch einmal, bitte. Bitte. Wie ging's denn mit dem Essen? Mit dem Essen? War's genießbar? Genießbar? Seit gestern weiß ich, dass ich kochen kann. Oswald hat keine Krume übrig gelassen. Fragen Sie Dr. Baumann, ob ich mal nach dem Rechten sehen soll. Ja, um uns aus dem Paradies der Junggesellen zu vertreiben, ja, das fehlte noch. Ja. So, na, schon sind wir fertig. Dankeschön. Ach, von Sabine soll ich übrigens auch grüßen. Ja, ich weiß. Diese ja. Grüße haben Sie ja nun schon dreimal bestellt. So, kommen Sie bitte. So, bitteschön. Dankeschön. Wiedersehen. 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 Na, bei Dr. Baumann? Ja. Nein. Na. Ja, hören Sie. Herr Dr. Baumann vertritt, das ist richtig. Herr Dr. Baumann vertritt Herrn Dr. Mohnhardt, ja. Nein, der kann ja nicht kommen, nicht wahr? Nein, der wurde abberufen, ist doch ganz einfach, nicht wahr? Ja, Moment mal, ich kann es mir ja aufschreiben, nicht wahr? Bitte, ich habe doch nicht gemeckert, nicht wahr? Nein, das war ich auch nicht. Also Moment, worum geht's denn? Es geht um Steffi. Ja, sie stammt in direkter Linie von Waldo von der Schillerhöhe. Na, natürlich habe ich die richtige Vorwahl gewählt. Also hören Sie, diese Nummer habe ich direkt vom Vorsitzenden. Sie sind die Vertretung, also verantwortlich, wenn das schief geht. Es geht um den Stammwurf. Nein, das ist keine neue Sportart. Es geht um den Stammwurf des Swingers von der Buchenhöhe. Ja, Sie müssen mich... Gehst du mal weg, du verdammte Ziege? Nein, ich habe doch nicht Sie gemeint. Nein, ich meine... Ihre Entschuldigung nehme ich nicht an. Damit wird sich der Vorstand befassen. Ja, also Moment mal, ja, ich werde... Was machst du denn hier? Hallo? Ja, sind Sie noch da? Ja. Zirbelkieferweg 6, ja. Entschuldigen? Ja, wieso denn? Ich habe doch nicht Ziege zu Ihnen gesagt. Ja. Ich muss dann in meine Praxis. Natürlich bin ich auch Doktor. Was? Ich will, dass Sie kommen. Steffi braucht Sie. Sind Sie denn Doktor oder nicht? Ich erwarte Sie in einer Stunde. Also gut, wenn Sie darauf bestehen, dann komme ich vorbei. Mann. So ist Pfeife gleich, ja. Oh. Du wirst dann hier nicht weglaufen wollen. So was aber auch. Hier! Herr Doktor,
Ja, die Tür ist offen. Bitte schön. Ach, schön, dass Sie gekommen sind, Herr Doktor. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Das brauchen Sie ja nicht. Wir können notfalls ja noch den Notarzt rufen. Herr Doktor. Naja, schon gut. Bitte schön. Ja. Wenn Sie hier lang kommen würden, ja. Steffi ist da schön. Das ist ja eine ganze Hundefamilie, ne? Da bin ich ja hier überflüssig. Die Natur hat sich da schon selbst geholfen. Süß, ne? Ja, wie sehen die denn aus? Wie denn? Steffi! Du, da nehmen sie doch schon, du liederliches Geschöpf. Wie kannst du uns sowas antun? Also beherrschen Sie sich ja. Man schimpft nicht so mit einer jungen Mutter. Ja, aber sehen Sie sich die doch an. Aha. Kann man da gar nichts machen, Herr Doktor? Na, gucken Sie doch mal hin. Was sagen Sie denn dazu? Ja, was soll man denn dazu sagen? Vater unbekannt und machen kann man da gar nichts. Ja. Och Gott, mein Kleiner, du bist ja so hässlich. Ach, verflixt. Aber haben Sie noch Bus und Brandy im Hause gehabt? Wieso, ist was damit? Nein, aber jetzt muss ich den Wagen stehen lassen. Allgemein ist der Doktor die Pünktlichkeit in Person. Wenn Sie warten wollen, dann muss er jede Minute hier sein. Nee, das geht nicht. Wenn ich nicht pünktlich beim Friseur bin... Ich komme heute Nachmittag ein bisschen eher. Da werde ich ihn ja vielleicht erreichen. Gut, Frau Strobisch. Soll ich was ausrichten? Nein, nur, dass ich ihn gern gesprochen hätte. Ist gut. Also, bis später. Ja, ja bitte? Ja, Frau Strobisch, einen Moment. Ja, Frau Strobisch ist gerade da. Gut, ich werde mit dir sprechen. Nein. Nein, mir macht das nichts aus. Mache ich ihm ausnahmsweise zwei Schichten. Ja. Wo sind Sie denn? Hallo? Hallo? Ach, Frau Strobusch, der Doktor bittet Sie, mit ihm die Schicht zu tauschen. Und mein Friseurtermin? Geben Sie mir die Telefonnummer, ich regle das für Sie. Habe ich mir für heute Vormittag so viel vorgenommen. Der Doktor wird sich revanchieren. Und was hat er denn? Warum kann er denn nicht kommen? Und Frau Strobusch, bitte. Na, die Brücke, die Sie da modelliert haben. Hat aber nicht die letzte Eleganz. Schauen Sie mal, hier. Und hier. Jetzt müssen Sie noch die Fingerspitzen bekommen, der Harmonie zu folgen. Naja, aber dafür habe ich die Digitalisierung eines Zahnes mal demonstriert. Hier, sehen Sie mal. Ah, sagen Sie mal, geht das auf eine ganze Front oder etwa für eine Brücke? Na klar. Na, dann machen Sie mal. Und das hier reißen Sie ab und bauen es neu auf, aber nach der Mittagspause. Haben wir noch jemand? Ja, Herrn Pusig. Er müsste gleich da sein. Mhm. Ich sehe mal nach. Dann rufen Sie ihn doch auf. Ach nein, das ist ihm immer so unangenehm. Ich sehe nach. Er ist noch nicht da. Das ist mir bei Oswald alles zu aufregend. Das hätten Sie ja vermeiden können. Na ja, hätten. Das hätten Sie mal miterleben sollen, Häppchen. Der Kerl rast hin und her. Er wollte natürlich ausreißen. Aber doch nicht bei mir, Häppchen. Ich kriege schon noch an. Denke ich so bei mir. Ich wollte ihm mein Bein stellen, aber das hat er natürlich gemerkt. Beinahe wäre ich noch der Länge nach hingeschlagen. Na, dann ging die Jagd um den Tisch rum. Immer um den Tisch rum. Und dann hat er noch gemeckert. So ein Rabenarzt. Angst. Hat Angst vor einem Zahnarzt. Also plötzlich, da packe ich ihn. Der zappelt natürlich noch ein bisschen, also was machen? Ich halte ihm einfach den Kopf fest. Und jetzt kommt er gar nicht mehr weg. Natürlich habe ich ihn in den Stall buxiert. Herr Bock, der. Jetzt müsste aber da sein, unser Patient. Lassen Sie mal, ich sehe mal nach. Ach, Schwester, sagen Sie, haben Sie meinen Patienten gesehen? Tja, wenn Sie den meinen, der die ganze Zeit vor der Tür stand, der ist weggegangen. Ach, danke. Verstehen Sie das, Häppchen? Tja, morgen, da wirst du mal alleine sein. Warum musst du denn die Worte sagen, die ich dir gerade sagen wollte? Nee, das sind meine Worte. Oswald. Ab morgen kannst du deine Konsole im Bad, Handtuchhalter, Kreuzworträtsel und Fernseher wieder alleine benutzen. Ich ziehe aus.
So? Schach. Das muss ich verhindern. Was? Na, wenn es geht, beides. Das eine wäre erledigt. Es ehrt dich, dass du nicht gleich in lauten Jubel ausbrichst. Warum? Du kochst zwar immer nur das Gleiche, aber du kochst wenigstens. Vulgärmaterialist. Ich würde es bedauern. Danke. Wenn du dich nachts im Freien erkälten würdest. Und warum willst du ausziehen? Wenn ich länger bei dir bleibe, dann würde diese Freundschaft Schaden nehmen. Quatsch. Leider nicht. Du hast zu oft Gelegenheit, mir Moral zu predigen. Ach so, und das gefällt dir nicht? Ganz und gar nicht. Dann habe ich dazu also heute Abend die vorläufig letzte Gelegenheit. Das ist wahrscheinlich der Preis dafür, dass ich eine Zeit lang bei dir unterkrauchen konnte. Garde. Ach, das ist ja das Stichwort. Hüten Sie Ihre Damen. Jetzt wirst du ja gleich wieder von Häppchen anfangen, nicht? Ist dir nie der Gedanke gekommen, dass eine so intelligente und hübsche Person wie Häppchen auch einen eigenen Glücksanspruch hat? Natürlich! Ich bin doch ein sensibler Mensch. Sensibel? Weißt du überhaupt, was das ist? Wahrscheinlich hältst du es für ein neues Putzmittel. Ich gebe auf. Sehr vernünftig. Revanche? Ich verzichte. Was wirst du denn nun morgen machen? Endlich mal was anderes essen. Also ich kann darüber nicht lachen. Häppchen, haben Sie heute Abend schon was vor? Nein. Ich glaube doch. Ach, mir ist nicht danach. Ich will heute nur nach Hause. Erstens, haben Sie etwas vor? Und zweitens, naja, nach Hause müssen Sie ja auch nochmal, aber nur um sich umzuziehen. Es muss ja nicht die fürstliche Robe sein, die Sie neulich im Theater anhatten. Aber ich bin überzeugt, Sie werden wieder schnieker aussehen. Also kurz und gut, ich lade Sie ein. Wir beide gehen heute Abend mal ganz groß aus. Also ich glaube, ach, Doktor, muss es denn unbedingt heute sein? Ja, na, warum denn nicht heute? Weil... Häppchen! Sie haben doch nicht etwa... Doch. Zahnschmerz? Ganz unangenehme. Na ja, aber dann mit kühnem Schwung auf den Folterstuhl. Ach, Doktor, vielleicht vergeht's ja wieder. Und mal brav das Mäulchen aufgemacht. Hätte ich nur nichts gesagt. Na, was denn? Kann sich von mir nicht behandeln lassen? Nicht. Na, wie denn? Sie kein Vertrauen zu mir? Soll ich Frau Strobusch rufen? Nein, so ist das nicht gemeint, Doktor. Hm. Sie brauchen Ihre Einladung doch nur, um ein paar Tage zu verschieben. Ich meine, wie sehe ich denn aus? Habe ich schon eine dicke Wange? Sie sehen bezaubernd aus. Und Sie haben auch noch keine dicke Wange. Na, bitte mal, was ist denn nun schon wieder? Den Latz, Sie haben den Latz vergessen. Ach ja, freilich, der Latz, ja. Der Latz. So. Ja, so ist richtig. Mhm. Feige. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht, Häppchen. Sie einmal wehrlos unter meinem Hackebeilchen. Sie werden mir doch nicht wehtun. Ach, wo werde ich denn? Nein. Aber sagen Sie nicht immer den Patienten, bei dem Doktor tut es ja kaum weh. Naja, die sollen ja auch dran glauben. Mhm. Also was Schlimmes kann es ja eigentlich gar nicht sein. Naja, das wollte ich doch gleich mal feststellen. Ich erinnere mich noch, wie erbarmungslos eine gewisse Schwester Habmeier gewesen ist, als sie ihr Chef erlaubte, einmal Zahnschmerzen zu haben. Ja, und auf bitte. Ein bisschen mehr möchte es dann schon sein, nicht? Ein klarer Fall.
Haben Sie nicht gemerkt, dass Sie eine Füllung verschluckt haben? Was? Ich habe eine Füllung verschluckt? Ja. Na, ich mache Ihnen heute nur mal eine Einlage. Wie schön. Ja. Tja, da wurde der Chef gnadenlos der jungen Kollegin Post zum Fraße vorgeworfen. Aber wenn man selbst mal ein kleines Wehwehchen hat, ja? So. Soll ich mal... Ja, mir assistieren, ja? Nein, bleiben Sie hübsch sitzen auf Ihrem... So. Und Sie glaubten wohl, sich von der Einladung drücken zu können, hä? Wegen so einer Kleinigkeit. Ah. So. Na, 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 na. Jetzt sind die Schmerzen gleich vorbei sein, als hätten Sie nie welche gehabt. Schmeckt aber alles nur Medizin. Das würde man ja nur beim Küssen merken. Vielen Dank. Ja, und das stört mich nicht. Rührt es Sie nicht, Häppchen, dass ich meine schöne Wohnung freiwillig aufgebe? Sozusagen auf der Straße sitze. Wieso? Sie wohnen doch bei Ihrem Freund Dr. Baumann. Ich sage ja auch sozusagen, also nicht wirklich. Verstehen Sie nicht, dass meine heutige Einladung eben mehr ist als eine gewöhnliche Einladung? Und da wagen Sie sich, Zahnschmerzen zu bekommen. Ach, Doktor, ich merke ja schon gar nichts mehr. Die Schmerzen sind weg. Das ist zwar geschwindelt, wahrscheinlich wird die Einlage jetzt erst anfangen zu wirken, aber es ist sehr liebenswürdig geschwindelt. Also, darf ich Sie abholen? In 2 Stunden. Reicht das? Völlig. Schön hier, nicht wahr? Ja, sehr schön. Und was macht der Zahn? Ach, lassen wir doch den Zahn, Doktor. Ja, Sie haben recht. Wir müssen ja nicht jetzt noch von der Arbeit reden. Guten Abend. Na. Sie erlauben, darf ich bitten? Ich erlaube keinesfalls. Ja, dann allerdings. Das ist sehr nett, aber ich tanze nur mit meinem Mann. Ja, na, ganz natürlich. Ich bitte um Entschuldigung. Ja. Das haben Sie ja großartig gesagt, Häppchen. So schlagfertig. Sing. Und was der sich wohl denkt. Ist ja keine üble Vorstellung, oder? Ach, Doktor, das ist mir nur so rausgerutscht. Aber es ist doch völlig in Ordnung, Häppchen. Völlig in Ordnung. Wir zwei, wir sind eben ein richtiges Gespann. Darf ich noch? Danke. Ich glaube, wir denken zu wenig an uns. Arbeit, schön und gut. Aber ist das der einzige Sinn des Lebens? Sein Glück. Kann man das wirklich alleine finden? Gehören dazu nicht immer 2? Was meinen Sie, Häppchen? Tja. Ja, eigentlich schon. Ich habe ja beides durchlebt. Ich war verheiratet. Das kennen Sie ja, ich brauche Ihnen das ja nicht zu erzählen, Häppchen. Ich habe mich bemüht, Ihnen das Alleinleben leichter zu machen. Das war auch sehr schön. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, Häppchen. Das brauchen Sie nicht. Was ich für Sie tue, das tue ich gern. Was würden Sie tun, wenn Sie mich beherbergen müssten? Theoretisch.
Ich würde ihn meine Couch aufbetten und mein Gästehandtuch hinhängen und zum Frühstück. Da würde ich eine Tasse Kaffee mehr aufbeulen. Ihr Kopfkissen würden Sie wohl nicht opfern. Nein, ich... Wie komme ich denn dazu? Es ist doch meins. Wir sind eben einzig, Häppchen. Aber jeder anders. Für meinen Freund Baumann zum Beispiel ist das Junggesellenleben schon so eine Art Schicksal. Und Opitz, für den ist der Glanz einer antiken Münze lieblicher als das schönste Mädchenlächeln. Aber ich... Das fand ich deshalb so wunderbar vorhin, dieses... Ich tanze nur mit meinem Mann. Zumal ich heute Nacht bei ihm schlafe. Aber wollen Sie denn nicht bei Ihrem Freund? Seit heute Morgen nicht mehr, nein. Ach, Sie haben sich doch hoffentlich nicht zerstritten. Im Gegenteil, wir haben uns wunderbar vertragen. Und trotzdem? Nein, nicht trotzdem, Häppchen, sondern deshalb. Oswald und ich können es nicht ertragen, immer einer Meinung zu sein. Und ich will diese Freundschaft nicht wegen allzu guten Einvernehmens kaputt gehen lassen. Naja, dann werde ich jetzt zahlen und wir nehmen uns ein Taxi. Sie sind sich sicher, dass Sie mit zu mir wollen? Ja. Passt es Ihnen nicht? Aber meine Couch, die ist nicht sehr bequem. Werde ich Ihnen mal Ihr Bett machen. Wir haben ja morgen Frühschicht. Ja, ich gehe dir mal meine Tasche holen. Wo haben Sie die denn? Auf dem Parkplatz vorm Haus. Im Wagen. Woher wussten Sie denn, dass Sie hier schlafen werden? Na, Häppchen. Auf wen soll ich mich wohl sonst verlassen? Naja, ich gehe dann mal, ne? Ja, nehmen Sie die Schlüssel mit. Ja, danke. Das wäre unfair.
Ich blieb. Alex. Was ist denn? Darf ich mal? Tja, wenn ich überzeugt sein könnte, dass Sie für dieses Modell ebenso viel Aufmerksamkeit verwendet haben, wie für Ihr Digi, also Ihr Dingsbums da, dann würde ich es akzeptieren. Digitales, mathematisch exaktes Modell der Arbeit hier. Jederzeit identisch abrufbar, ohne Abdruck, Abguss und so weiter. Mhm. Dann brauchten wir nur noch die Menschen zu disziplinieren. Nehmen wir mal an, dieses Modell von Herrn Meyer hier zeigte im Original einen schrägen Frontzahn. Den könnte man beim Ersatz doch dann korrigieren. Aber die Digitalisierung ist doch das Kernstück mikroelektronischer Technologien. Ja, das sollen sie ja auch, nicht? Aber hier kommt es auf individuelles Handwerk an. Dienst am Individuum. Sagen Sie mal, Herr Strupp, also was hielten Sie davon, wenn Sie Ihr Praktikum etwa im Zentraldepot ableisten würden? Dort warten Hunderte, Tausende von Zähnen darauf, abgerufen zu werden. Also vielleicht würde Ihren Interessen das eher entgegenkommen. Also überlegen Sie sich's. Und solange machen Sie das Modell nochmal. Aber schön. Die Schwesternfrage ist also bis heute noch nicht geklärt. Oh. Nein. Die Zentrale, die schickt jemand. Das wird bis auf weiteres wochenweise geregelt. Sie würden natürlich lieber mit einer festen Kraft arbeiten. Ja, natürlich. Aber wer sollten das sein? Die versierten Schwestern, die sind alle längst vergeben. Es gibt im Leben manchmal eigenartige Situationen. Also mal rein theoretisch. Hm? Wenn ich Sie fragen würde, Frau Strobusch, wollen Sie mich haben? Was würden Sie antworten? Na, also das können Sie sich doch denken. Aber rein theoretisch, wie gesagt, ja. Moin. Guten Morgen. Wir reden später drüber. Jederzeit. Warte aber mal frühstücken. Ist was, Doktor? Also, Kollegin Weise, und berücksichtigen Sie, dass der Doktor eine Tochter hat. Familie. Und wenn ich Familie sage, dann meine ich das auch. Na, wie auch immer, Kollegin Weise. Also, übermorgen kommt der Möbeltransport, um den Inhalt der Räume auf dem Speicher zu deponieren, damit spätestens am Montag die Installation beginnen kann. In der Zeit, in der der Doktor im Hotel wohnt, klären wir den Wechsel des Wohnraumes. Es wird sich um eine moderne Dreiraumwohnung handeln. Also ich denke nicht daran, in irgendwelchen Hotelvorhängen herumzugeistern. Ja, aber lieber Kollege, irgendwo müssen Sie ja wohl vorerst einmal untergebracht sein, ne? Ja, das lassen Sie mal meine Sache sein. Von mir aus fangen Sie an, in meiner Wohnung die Wände durchzustemmen. Ich werde schon unterkommen, keine Sorge. Ja, dann sind wir uns also im Prinzip einig. Ja. Das ist das Schöne am Prinzip, nicht? Mhm. Wenn man sich sonst nicht einig sein kann, im Prinzip ist man es bestimmt. Wer übernimmt denn das Labor? Wer auch immer, es wird eine versierte Fachkraft sein in einem günstigen Arbeitsfeld für praxisnahe Ausbildung. Aha. Also ein Großlabor mit zwei Zahnärzten zum Üben. Ja, wieder. Sind wir uns denn nicht einig? Wie kommen Sie dann darauf? Natürlich sind wir uns einig. Das Ganze geht ja schließlich auf meinen Vorschlag zurück, nicht wahr? Ja, naja, dann kann ich wohl gehen, meine Patienten warten. Ja, aber natürlich, Kollege. Ja. Und Sie denken an die Brücke, nicht wahr? Ja, ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
Erfolge gehabt? Immer. Fragt sich bloß wer. Und womit? Frühstück ist fertig. Ich habe den Kaffee unter der Mütze warm gehalten. Warum frühstücken Sie denn nicht längst? Ich habe auf Sie gewartet. Ich habe jetzt keinen Appetit. Lassen Sie es gut schmecken. Na nicht, liebe Tante, heiraten wir den Onkel, ist auch ein schöner Mann. Wer? Sie haben wohl nichts anderes im Kopf. Was? War doch nur Spaß. Nee. Wie ist denn das passiert? Na, weil ich doch in Greifswald zum Angeln war. Konnte man sie dort nicht leiden, oder wie? Na, da hatte doch einer angebissen. Ich war mit dem Boot draußen. Alleine. Und da war ein Ruck und die Schnur läuft nur so von der Angel. Bestimmt der größte, den ich je dran hatte. Und das war ein Bursche. Und die Schnur läuft und läuft. Ja, Moment mal, schwimmen die denn nicht? Na, unterbrechen Sie doch jetzt nicht, Häppchen. Ich bin doch so gespannt, wie ein Fisch ihm die Zahnsammlung durcheinander bringen konnte. Also nun weiter. Läuft und läuft. Na, also ich hatte doch nur 100 Meter auf der Rolle. Und der Anker war noch drin. Ich also die Angel zwischen die Zähne und den Anker mit den Händen hoch. So schnell hatte ich den noch nie oben. Ja, und da riss Ihnen der Fisch die Angel aus den Zähnen. Ich weiß, was ja eine Mordskarausche gewesen. Das war doch ein Esox. Aha. Ein Hecht also. So ein Bursch! Ja, oh, ja. Na, als ich den nach einer knappen halben Stunde am Kahn hatte, da habe ich ihn gesehen. Ja, da hat er ihn dann... Nein, da ist er mir doch unter das Boot und weg war. Das kommt mir aber spanisch vor. Nein, es ist Latein, Häppchen. Anglerlatein, mit dem man uns einen Bären aufbinden will. Denn um den Fisch an den Dampfer zu bekommen, da müssen Sie ja erst die Angel aus dem Mund genommen haben. Natürlich. Na ja. Na, dabei ist es ja auch gar nicht passiert. Hier in Berlin habe ich das Erlebnis erzählt und mit einem Billardstock gezeigt, wie ich das gemacht habe. Na ja, und da? Da habe ich mich umgedreht. Oh, na ja. Na, da wollen wir mal sehen, was da noch zu retten ist, nicht wahr? Und in Zukunft demonstrieren Sie Ihre Angelabenteuer mal mit einem Bleistift oder so, nicht wahr? Häppchen, schauen Sie mal auf Ihren Schreibtisch, vielleicht haben Sie noch so ein Ding übrig, nicht wahr? Aber das wäre der Fisch meines Lebens gewesen. Ja, ja. Sie werden ja auch ein Leben lang ein Andenken an ihn behalten. Nicht wahr? Nochmal auf, bitte. Ja. Häppchen, ja, da muss Opitz ran. Ja. Und auf die Krone soll ich ihm ein Hecht gravieren. Danke. Packen und nicht lesen. Wer, hören Sie mal den Spruch. Wer Gutes will. Bitte schön. Der nächste Termin steht auf der Bestellkarte. Ja? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Heute werden Sie es mit mir noch aushalten müssen. Morgen ist ja dann Ihr Doktor wieder da. Frau Strohbusch. Ich möchte mich entschuldigen. Frau Happmeier, Sie sind mir wirklich eine ganz große Hilfe. Aber tun Sie mir bitte den Gefallen und beschränken Sie sich auf Ihren Bereich. Hm? Ist gut. Der Nächste kann kommen. Darf ich fragen? Papa! Tschüss! Tschüss! Ja, was? Aber Kleines, was ist denn? Na nun? Brauchst du ein Taschentuch? Ich hab selber eins. Ein sauberes. Dann gehen wir einen Kaffee trinken? Ich kenne eins da hinten. Aha. Wie läuft's denn jetzt mit dem Studium? Besser. Pardon, die Damen. Bei mir sind zwei Möbelträger. Die suchen eine befugte Person mit Schlüssel für die Wohnung von Herrn Bittkugel. Ach,
Das habe ich glatt vergessen. Die Schlüssel habe ich. Darf ich mit? Ja, gehen Sie nur. Ich komme zur Not auch allein zurück. Ja, dann haben Sie doch sozusagen die Schlüsselgewalt, Frau Abmeier. Das Schlüsselbund war im Mittelalter das Ehestandszeichen für die Frau Meisterin. Ja, aber so ist das nicht. Er hat mir die Schlüssel nur gegeben, weil er heute in Rostock ist. Ja, ich weiß. Bitte kommen Sie. Sie denn? Wer? Na, deine letzte Arbeit. So, Stomatitis unter dem Aspekt. Ach, hier liest doch selber. Zeig mal. Ja, das ist ein blödes Thema, ja. Blöd oder nicht blöd. Ich bin jedenfalls froh, dass ich es bewältigt habe. Die Vergangenheit besser als die Gegenwart. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Studium und Leben. Im Leben ist es wichtig, dass man die Gegenwart bewältigt, nicht wahr? Aber dafür ist ja jetzt der Opa da, nicht wahr? Aber das dauert doch noch eine ganze Weile. Ja, das weiß ich ja. Und man sieht ja auch noch nichts. Ja. Aber dafür sieht dein Vater klar, wie es in Zukunft sein wird. Und darauf trinken wir jetzt einen Schluck Wein. Papa, ich habe aber heute noch was zu tun. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, was darf es sein? Was möchtest du? Ich nehme Eis. Was darf sein? Erdbeer, Mandarinen oder Ananas? Mandarine. Sehr gerne. Und Sie bitte? Ich nehme Eiskaffee, bitte. Bitte. Muss denn diese heftige Arbeit sein? Zumal dein Vater jetzt zu Besuch ist. Du bist unangemeldet gekommen. Ich habe doch auch meine Zeiteinteilung. Naja. Ach ja, ne? Den Jürgen habe ich ja hergescheucht, ne? Na, wie steht's denn nun zwischen euch beiden? Normal. Na, wie? Normal gut oder normal schlecht? Wir betrachten alles mit Gelassenheit. Das ist ja unglaublich. Ich meine, wenn dir bei der Extraktion mal eine Wurzel abbricht, das kann man notfalls noch mit Gelassenheit hinnehmen. Aber wenn ein Kind geboren wird... Was regst du dich so auf? Großvater wirst du doch auf jeden Fall. Die Eisbecher bitte. Danke. Und ein Eiskaffee für Sie. Ja, schönen Dank. Bitte sehr. Sabine? Tag. Tag. Weißt du, wer am Freitag die Mitschrift für die erste Vorlesung gemacht hat? Nee, das weiß ich auch nicht. Und was mache ich denn da? Ich habe gleich Seminar. Na, wenn Sie nichts wissen, dann muss Ihnen ja manches unklar sein. Stellen Sie Fragen, die keiner beantworten kann. Die Wissenschaft ist durch Fragen weitergekommen. Danke, auf den Arm nehmen kann ich mich alleine. Na, du kannst Ratschläge geben. Wieso? Der sei erst gut. Freude will, besänftige sein Blut. Wer Wein verlangt, der kältere reife Trauben. Wer Wunder hofft. Der glaubt daran, dass sie jetzt auch die Arbeit machen, die nötig ist. Das ist Fausthäppchen. Ja, ja. Faust hin, Faust her. Rühren Sie lieber Ihre Hände, Doktor. Häppchen. Warum erhebt sich unser eine in die hehren Sphären der Natur? Da ziehen Sie doch schon wieder in die Mühen des Alltags zurück. Wenn der Möbelwagen vor der Tür steht, dann nützen Ihnen die Herrensphäre nichts. Lediglich die fertig gepackten Kisten. Die schönen Möbel. Das kommt nun alles auf den Speicher. Nein, nein, nicht alles. Besser als ohne die Kreissäge. Na gut, Doktor, dass Sie so eine robuste Natur sind. Dann gönnen wir uns eine kleine Pause, Häppchen. Kommen Sie. In diesem Zimmer haben wir immer die Kindergeburtstage gefeiert und... Nun wollen wir doch nicht sentimental werden, Häppchen. Jetzt sollen hier fremde Menschen ein- und ausgehen. Fremde Menschen? Patienten, Häppchen. Patienten sind doch keine fremden Menschen. Ja.
Da haben Sie recht. Haben Sie nur nicht, dass mir die Umstellung leicht fällt, Häppchen. Aber nehmen Sie doch die ganze Geschichte mal von der positiven Seite. Eine stomatologische Poliklinik ist doch eine segensreiche Einrichtung, nicht wahr? Nur, dass wir beide dafür nicht geschaffen sind. Oder? Das mag wohl sein. Ja. Das mag wohl sein. Das ist so. Aber selber haben wir gesagt, lieber leiden Sie unter dem Tyrannen Wittkugel, als dass Sie heute mit diesem und morgen mit jedem Zahnarzt arbeiten. Also das Wort Tyrann, das habe ich nie gebraucht. Na nö, 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 aber das wurgelt so ein bisschen in Ihrer Seele, nicht wahr? Naja, aber wir kehren ja sozusagen wieder nach Hause zurück. Ich kann es doch auch nicht mehr ändern, Häppchen. Die Idee ist nur einmal so mir aus dem Gehege der Zähne gefallen und kann ich da nicht mehr zurück. Wenn ich wollte. Ich kann doch nicht zurück. Oder? Nein, das können Sie nicht. Na also. Denken Sie übrigens über Frau Strobusch. Ach, ist das auch schon entschieden? Entschieden? Entschieden ist noch gar nichts. Außerdem habe ich da ja noch ein gewichtiges Wort mitzureden. Ja, eben. Was bedeutet dann wieder dieses eben? Muss es denn unbedingt eine Zahnärztin sein? Nein, muss nicht. Kann aber. Ja, ich weiß nicht. Geht denn das auf die Dauer gut? Ich denke da nur an Ihre Zusammenarbeit mit Frau Dr. Post. Zusammenarbeit, ja, das ist ein hübscher Ausdruck dafür. Ich glaube, Dr. Bauer wäre glücklich, bei Ihnen am zweiten Stuhl arbeiten zu können. Ein Mann kommt mir nicht in Ihre Nähe. Eifersüchtig? Ich? Auf Frau Strobusch? Aha. Ich bin ja auch nicht für Frau Strobisch. Sie ist mir so unsicher. Und ich möchte mich sicher fühlen, dass hinter der Nachbartür bestens gearbeitet wird. Den gibt's ja gar nicht, an dem Sie nichts auszusetzen hätten. Ich denke da nur an Herrn Opitz. So bin ich ja gar nicht. Aber die Wände werden neben allem einerlei wieder schöne Geschichten erleben. Wie zum Beispiel dieser Walfischfänger heute. Doktor. Was habe ich denn gesagt? Kein Geburtstag, hm? Ich habe ihn ja noch nicht einmal richtig gratuliert. Sie noch bekommen. Ah. Wissen Sie, wie ich mich freue? Ja, habe ich Glück gehabt, dass Sie Glück gehabt haben. Sie wissen ja, wie ich mich freue, wenn Sie sich freuen. Ich dachte, Sie beide sind befreundet. Haben Sie sich zerstritten? Das ist wegen Angela. Angela? Jetzt müssen wir aber in den Saal, sonst ist der Dirigent eher an seinem Platz als wir. Wer ist denn Angela? Häppchen! Morgen. Wie? Guten Morgen, Herr Kollege. Ja, ganz meinerseits. Ich komme. Ja, wo bleiben Sie denn, Häppchen? Ich denke, wir fangen heute später an. Ich habe die Patienten noch so bestellt. Na, die werden sich nicht drum reißen, früh auf den Stuhl zu müssen. Na, müssen Sie nicht schon beim Oberarzt sein?
Dazu komme ich noch früh genug zu spät. Aber Doktor, Sie bei Ihrer sprichwörtlichen Pünktlichkeit. Wo sind Sie denn dagegen gekommen? Warten Sie, ich gebe Ihnen neuen Kittel. Ich gehe doch nicht zur Modenschau. Trotzdem. Na, was sag ich denn da nun? Ja oder was? Doktor, es wird Ihnen nicht gelingen, mir Ihre Entscheidung aufzubürden. Und Sie meinen, das habe ich vor? Außerdem kennen Sie den Stadtbezirksrat. Herr Albrecht war bei uns in Behandlung. Albrecht? Keine Erinnerung. Ja, vor 10 Jahren. Eine Tangentialbrücke mit 2 Kronen und Zwischenglied. Häppchen, Sie haben ein Gedächtnis. Nein, eine Kartei. Warum sagen Sie, wenn er unterschreibt? Der Wert ist, der Wert ist. Wenn es gelingt, ihn an seine mündliche Zusage zu erinnern, dann ist er ein Mann von Wort. Warum sollte er sich nicht erinnern wollen? Wir haben seine horizontale Position nach dem Sturz von einem Pferd ein wenig genutzt, um diese Zusage zu erhalten. Sie meinen, Kollege Wittkugel ist etwas kompliziert zu nehmen. Dann sollten wir gemeinsam die Argumente abstimmen. Ja, der Kern seiner Wünsche ist erstens Handlungsfreiheit im Rahmen seiner Verantwortlichkeit. Na, hören Sie, das muss er doch nicht fordern. Wo kämen wir hin, wenn wir auf der Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeit nicht geradezu bestehen würden? Weiter? Zweitens, er möchte eine versierte Fachkraft an seiner Seite haben, sprich in der zweiten Praxis, und seine Ansprüche, die sind hoch. Mit Recht, er ist ein exzellenter Fachmann. Er hat mir selbst vor Jahren eine ausgezeichnete, aber das gehört nicht hierher. Nein. Und drittens, er möchte angemessen mit Wohnraum versorgt werden. Das werden wir doch, Kollegin Weise, oder? Natürlich, ja. Er ist alleinstehend, ja? Mit Tochter, aber die studiert in Rostock, 2 Personen, also. Nein, wie ich hörte, werden es 3. Ja, wird der Vater. Das geht ja nicht. Nein, Großvater. Verständlich, also sein Wunsch nach genügend Wohnraum. Und er gibt ja auch eine geräumige Wohnung auf. Morgen allerseits. Keine Minute zu spät, aber auch keine zu früh. Ich kann meine Uhr nach innen stellen. Und was machen Sie, wenn ich im Urlaub bin? Das ist die Kollegin Weise, Genosse Albrecht, unser Stadtbezirksrat. Der Doktor und ich, wir kennen uns. Stimmt's? Hm? Ich habe keine Erinnerung, da müssen Sie schon mal den Mund aufmachen. Ah ja, jetzt weiß ich. Ja, vor 10 Jahren. Eine Brücke und 2 Überkronungen, ne? Donnerwetter. Ein Gedächtnis haben Sie? Na, da ist ein kleiner Trick dabei. Aber der wird nicht verraten. Sie sollten sich mal wieder bei mir sehen lassen. Ich muss den Kronenanschluss überprüfen. Aber Sie kommen wohl nicht mehr zu mir in die Behandlung. Das ließe sich ja wohl ändern, Kollege Wittkugel, darf ich doch wohl sagen. Ja? Vielleicht bin ich der erste neue Patient in der eröffneten Doppelpraxis. Womit wir glücklicherweise beim Thema angelangt wären. Ich hoffe, Sie sagen zu unseren Vorschlägen nicht gleich nein. Na, dazu müsste ich Sie ja erst einmal hören. Es war ein Hecht, hat er gesagt. Ja, sagt er, eben. Ja. Eine Sage. Wenn wir so fleißig weiterarbeiten, dann schaffen wir es bestimmt nicht. Nein. Bestimmt nicht. Na, wollen wir nur, oder? Na los. Die Kiste muss in den Flur. Ah. Übrigens werden Sie morgen mit Frau Strohbusch arbeiten. Passen Sie auf, Häppchen, ich hätte beinahe meine Füße noch drunter gehabt. Ja, schade. Nun fahren Sie doch nicht gleich von der Startrampe. Ich habe Sie diesmal nicht verborgt. Ich habe Urlaub genommen. Ja. Ich fahre zu Sabine. Ich habe etwas ganz Wichtiges mit meiner Tochter zu besprechen. Natürlich arbeite ich mit Frau Strohbusch. Natürlich. Naja. Also. Und hey. Der Name ist also Stopp. Ja. Klaus Peter, aber dafür kann ich nichts. Nehmen Sie doch Platz. Ja, was haben Sie denn nun so vorgestellt, was Sie hier in Ihrem Praktikum machen werden? Naja, so das Übliche und dann werde ich mich mit der DEZ beschäftigen. So viel Zeit wird schon bleiben. Ach, Sie haben ein Hobby. Das ist gut, das schafft produktiven Ausgleich. Was ist denn das? Digitalisierte Erfassung von Zahnersatz. Ein einheitliches System, das ermöglichen wird, für jeden Zahn einen identischen Ersatz zu schaffen, der dann nicht mehr einzeln nachmodelliert werden muss. Ah.
Also kein Modellieren, kein Abgießen mehr. Ich dachte gerade, das wollten Sie ja lernen. Ja, werde ich schon. Aber die Zukunft liegt dann im DEZ, glauben Sie mir. Jeder Zahn wird dann Scheibe um Scheibe in einem Zahlencode gespeichert. Computerzeitalter. Also Scheibe um Scheibe. Jeder Zahn? Ja, dreidimensional. Naja, dann fangen Sie mal an. Mit dem vorsintflutlichen Wachs an der Restscheibe von Zahn eine Krone aufzubauen. Wie ist das? Mm-mm. Tut es sehr weh. Es geht. Tja, das Beste wäre natürlich Extraktion. Der Doktor hätte erhalten. Ja, das ginge auch. Ja, nicht wahr? Gut, wir werden es versuchen. Ich habe aber keine Angst vor dem Zahnziehen. Ich werde nicht ziehen, nur ein wenig bohren. Wir wollen aber trotzdem etwas betäuben, eine Zylonor-Schwester. Der Doktor hätte auf Anästhesie verzichtet und in der ersten Sitzung nur ganz wenig Material weggenommen und eine Zinkoxid-Eugenol-Einlage gemacht. So, das wär's für heute.